really. Okay, höher geht's anscheinend nicht. Na dann gehen wir. Ich wollte mal ja nur Lava sammeln, das ist daraus so ein Ausflug geworden. Stimmt, wir wollen die Monsterfalle noch zu Ende bauen. Total verrafft. Wo bin ich hier, Alter? Na gut. Wollen wir uns weiter nach oben. Welche Höhe haben wir? 64, da müssen wir noch ein bisschen hoch. 46 meine ich. What the f... Klar. Klappe halten. Sind die hinter mir hergekrochen? Junge! Ja gut, dann fühl dich halt, mir egal. Das ist mein Spruch. Das ist einer der Gründe, warum ich im Bloodslam nicht mehr zusammen spielen. Weil er ständig anfängt zu feeden, was eigentlich meine Aufgabe ist. Das ist, ja, ne, das ist einer der häufigsten Gründe. Geflo? Flo? Ja. Warum feedest du? Du musst doch carryen. Ja, hat den jetzt nicht. Natürlich ist es Nacht. Wer hätte es gedacht? So, dann machen wir uns kurz eine Workbench. Stellen die dahin. Dann machen wir uns ein Bett. Schlafen eine Runde. Und schau mal, wo wir sind. Ist das unser Berg? Ich glaube, das ist unser Berg. Nicht unser Berg, den trinkt man nämlich, sondern das ist unser Berg. Theoretisch müsste dann hier der Eingang sein, wenn das der Berg ist. Sieht aber stark danach aus. Ja, hier ist der Eingang. Super. Dann sind wir gleich zu Hause wieder. Da drin.
Lol, was ist denn hier noch drin? Pflasterstein. User disconnected from your channel. Flo, warst du das oder war das der Dings? Das war der Dings. Ah, sieht stark nach Regen aus, ich kann kotzen. Ich hasse Regen. Ich mag Regen eigentlich. So ein richtig geiles Gefühl, wenn es so richtig hart anfängt mit Regnen und du sitzt drin und denkst dir, toll. Und geil ist es dann natürlich wieder, wenn du auf Arbeit musst. Wenn es anfängt mit Regnen. Ja, das stimmt. So ein Stück Holz. Da noch was Interessantes drin. Stein, Kohle. Interessant, da hatte ich noch, hab ich noch ganz viel Erde und so einen Spaß, falls ich mal was brauche. Und da sieht man schon die Mauern unserer sicheren Festung, die wir uns hier auf... Alter, das wird so eine richtig krasse Festung hier werden, ohne Mist. Das wird richtig geil. Ich freue mich schon voll drauf. Wir können hier von nichts angetouched werden, das ist... Wow. Not bad, würde man jetzt sagen. So, dann nehmen wir uns mal die Lava. Klatschen die dahin. User joined your channel. Heißer Typ, ey. Na, du Fucker. Na, gibt's jetzt so Silber 2 oder 3 oder 5 oder wie? Alter, kann ich ihn kicken, Frank? Ja, kann man, ja. Alles klar. User in your channel was kicked from the server. Wirklich gemacht, Die geht mir jetzt halt übelst auf den Sack, ey. User joined your channel. Tja. Ja? Tob dich aus, Flo. Kann man so lachen? Ich krieg dich nicht mehr ein, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich habe ein Holz weggeschmissen, ich Idiot. Oh mein Gott. So, na dann, wollen wir mal... Ja, nee. Ich bin da selber meine eigene Monsterfalle reingekracht, na klasse. Hätte ich wenigstens sagen können, dass es funktioniert. Kleinen Moment, Leute. Kleiner Moment. So. Jetzt können wir anfangen hier. So, da kommt ein Eimer hin und da kommt ein Eimer hin und... Kommst du nicht runter? Genau hier. Da kommt ein Eimer hin. So, ist nochmal hier dicht. Dicht, ich mag dicht. Du bist dicht, ja, dauerdicht. Was, du hast Gicht? Jo. Was, nehmen wir uns noch eine Kiste? Den ganzen Koppel erstmal reintun hier. Den wir kommen. Oh nein! Was hast du denn jetzt schon wieder? Doppeltötung für die Katharina. Gegnerische? Ja. Nee, du für die eigene, weißt du? Deswegen ärgere ich mich auch so.
jetzt hier die Steine hin, dass... auch keine Spinnen spawnen. Ja, das soll ich halt so machen, jetzt ist so egal. Jetzt grab ich aber noch einen rein. Hat sich da jetzt gerade jemand das Headset weggenommen? Ich höre mich gerade doppelt. Wir nehmen mal ein bisschen hier einfach noch die Reihe mit. So, um die maximale Ausnutzung der Steine hier zu bewerkstelligen. Also das ist natürlich doof, wenn ich das so mache. Ey, ist meine Promo, gell? Das ist wieder übelst Shotgame hier, ey. Das ist die Cutter eigentlich. 4-0. Klingt gut. Ah, ich hab 5-4. Was spielst du? Der Blanc. Echt? Mhm. Das kann ich. Naja, gegen Dings geht das schon. Das soll es eigentlich dunkel genug sein. Jetzt gehe ich mal hier raus. Guck mal, ob da eventuell was spawnt. So ist der Tag, soll da eigentlich theoretisch was unten spawnen. So. Essen kurz noch was. Gehen wir mal runter und gucken. Okay, war vielleicht doch ein bisschen wenig Zeit. So, dann will ich mir das Zucker User holen. Disconnected from your channel. Tja, also weg. Ich hab auch gemutet gehabt, weil... bin eigentlich nicht geht so... geht auf! Bin eigentlich nicht so... ja! Für Leute, die mir jetzt ins Play reinquatschen. Ja, sofort. Oh. Das mag ich eigentlich gar nicht, weil sowas, dann doch leicht unprofessionell ist. Hm. Womit ich nicht sagen möchte, dass ich professionell das wäre, aber... ein bisschen Professionalität kann man ja schon voraussetzen. Ich krieg dich gleich wieder. Übel. Ich hab's heute noch nicht gemacht. Wenn die Leute das öfter sehen möchten, sollen sie es mal in die Kommentare schreiben. Like for kick, vote for no kick oder sowas. Ja, sowas. Ein Like, ein Kick. Hab ich nicht irgendwo einen Amboss stehen gehabt? Ach, der stand da hinten. Amboss, dich Werkbank. Und so hab ich die Angel erstmal repariert. Dann... stopp, die kommen nicht da rein, die kommen da rein. Stein und so rein, hier kommt Holz gecraftetes rein, das habe ich sowieso getauscht mit Holz gecraftet und so. Und dann oh yeah. Jetzt habe ich hier diese Bauernmucke. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es ist, weiß nicht. Es vermischt mich mit und No Stunts, sagte die Morgana. Zu einer Blanc, zu einem Ranker. Verstehe ich. Ja, auf jeden Fall, 05 Morgana GG, auf jeden Fall, Es ist ja aber in dem Moment auch noch zu blöd, manchmal zu schreiben, dass du Stunts hast im Team, ne? Ja. Sitzt du da und lässt es einfach unkommentiert, so eine Aussage. Da hatte ich schon mal was ähnliches, ich weiß nicht genau was das war, ich könnte dir so ein Beispiel bringen. So nach dem Motto, ja wir haben keinen CC und dann hast du eine Orianna und eine Leona oder so einen Spaß mit drin, weißt du wie? Ja, ja, ja. Solche Leute zum Beispiel. Weil die absolut, das sind wahrscheinlich auch so Deutsche oder einfach Leute, die keine Ahnung von Englisch haben. Ich will jetzt sagen, dass Deutsche keine Ahnung von Englisch haben, aber Deutsche, die halt keine Ahnung von Englisch haben, meine ich. Und dann kommen so Sprüche wie, ja wir haben keinen das und das und wir haben keine Ahnung, was das eigentlich heißt.
Dann holen wir das mit dem Angel nochmal. Ich hätte nämlich doch gern noch... Wo ist hier die Angelroute kommen? Ich müsste mal hier vorne auswerfen, sonst sehe ich die gar nicht. Okay, das war irgendwie... Jetzt. Ich würde gern noch irgendwas anderes fangen, außer Fisch. Los, gib mir mehr! Los! Das ist übrigens ein Zombie. Alter! Was denn? Was denn? Weil ich sogar Kaffee hier noch stehen. Super. Ausnahmsweise mal nicht abends um 22 Uhr. Geht doch gar nicht, morgen habe ich Arbeit wieder. Echt krass, wie schnell 4 Tage Arbeit, wie schnell 4 Tage frei rumgehen. Ja. Deine Aufnahmeprüfung ist morgen, gell? Ja. Scheiße, wenn du den Köder beobachten willst von der Angel und dann die Kaffeetasse vom Gesicht hast. Ach komm, ein was anderes außer Fisch, irgendwas cooles. Ich könnte so ein Stock oder so raus sein. Tintenfisch? Ja auch geil, wenn du so einen lebenden Tintenfisch fangen könntest und die dann, also mit so einer Verzauberung Krakenköder oder sowas vielleicht und dass du die dann fangen kannst, in dein Inventar tun kannst, wie so Eimer zum Beispiel, dass die sich nicht stacken. Doch, Eimer an sich stacken sich ja mittlerweile, aber voller Eimer nicht. Und dass du die dann irgendwo anders aussetzen kannst. Das wäre schon cool. Na, zu spät eingeholt, scheiße. Na los, komm! Haben noch 2 Plätze frei. Es gibt ja 4 Fische insgesamt. Mal schauen, ob ich was anderes fange. Das sehe ich dann. Wieder so ein. Ja. Ich würde vielleicht die Angel nicht weglegen, wenn ich sie gerade in der Hand habe. Na komm. Gib Papi Fisch. Ah ne, nicht Fisch. Ich möchte den Mann aufhören. Flo? Ja? Meinst du, wäre es cool, in Minecraft Haltbarkeit von Essen zu haben? Irgendwie schon, oder? Ja, echt hart, ne? Da müsstest du nämlich wirklich immer alles frisch vom Feld holen. Und könntest dann auch vergiftet werden von dem Fleisch, weil es ein bisschen älter ist oder so. Und könntest dich ja bunkern, das wäre schon irgendwie geil. Dass du dann vielleicht noch einen Kühlschrank craften kannst, wo es länger hält. Juhu, ich hab einen Kugelfisch gefangen! Da kann ich vergiftet und gefangen gewaschen. Ah ne, Kugelfisch war ja unter Wasseratmung, stimmt. Muss mal nachher gucken, ob ich noch seltsame Tränke habe. Dann könnte ich mal gucken, ob ich einen Unterwasseratmungstrank bauen und verbasteln könnte. Basteln könnte. Was ist da angegangen bei mir unten? Was ist irgendein Programm bei mir unten angegangen? Ich wollte die Aufnahme mit dir gleich beenden.
wir fangen jetzt noch diesen einen Fisch oder was auch immer da jetzt rauskommt. Und ja, ein Fisch, genau. Wir gucken mal mit den Kugelfischen, eventuell haben wir dann noch einen, was sind Wasserflaschen? Werfbarer Trank der Stärke, Trank der Nachtsicht haben wir hier noch. Was ist da noch dran? Seltsamer Trank, das ist gut. So, theoretisch müsste da jetzt ein, müsste jetzt drei Unterwasseratmungstränke rauskommen. Das ist schon geil, der Kugelfisch. Yay, 3 Minuten Unterwasseratmung. Das ist geil. Das kannst du dann noch mit Redstone strecken. Moment. Der lässt sich ja nicht verstärken. Unterwasseratmung ist ja Unterwasseratmung, kannst du ja nicht verstärken. Aber strecken kannst du. Die Angel lege ich mal mit hier rein jetzt. Den Kugelfisch kommt, der kommt mir mit rein. Müssten 8 Minuten jetzt rauskommen. Ja, 3 8-Minuten. Das heißt, wir können 24 Minuten unter Wasser bleiben, ohne atmen zu müssen. Das ist richtig lang. Das gefällt mir auf jeden Fall. Sortiert irgendwie strange. So, jetzt. Na gut, meine Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Adios, beim Mondesschein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.